So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir drehen wieder heute ein Video für euch mit diesem wunderschönen Porsche 911.2 Turbo S. Ich habe den Robin hier. Warum er das Auto zu uns gebracht hat, was er früher gemacht hat, erzählt er euch jetzt, weil das ist echt spannend. Mein Name ist Robin Klein, Ex-Fremdenlegionär und aktuell Geschäftsführer der Pala Solartechnik. Wir bauen Solaranlagen und das im großen Stil. Und ich habe hier mein Schmuckstück mitgebracht. Und vor allen Dingen gebe ich das in deine zuversichtlichen Hände, weil ich dir einfach unheimlich vertraue. Ich weiß, du hast dasselbe Fahrzeug und von daher weiß ich auch ganz genau, dass du da das Beste rausholen wirst. Robin, was soll ich dazu sagen? Da du ja bei der Fremdenlegion warst, würde ich mich hüten, da irgendwas kaputt zu machen, weil ich weiß, was du drauf hast, sonst wärst du da nicht gewesen. Ja, von daher gebe ich mir Mühe und versuche nichts kaputt zu machen. Nein, Spaß beiseite. Wir werden alles Mögliche machen. Er bekommt das volle Paket, 800, 820 PS, standfest. Und wir zeigen euch alles jetzt im Video. Also bleibt am Ball. Das gebührt einem Fremdenlegionär. Porsche ist unbockt, ja. Christian macht sich jetzt seelisch schon mal bereit für die geile mechanische Arbeit bei dem Auto. Porsche ist richtig geil zum Schrauben. Wir haben jetzt 10.09 Uhr. Wir fangen jetzt mal an und dann schauen wir mal, wie lange wir brauchen. Die Räder runter, Stoßstange hinten weg und dann zeigen wir euch alles. Alles kommt raus. Dann machen wir Unboxing von den ganzen Teilen, die reinkommen und dann machen wir alle Teile wieder rein. Also los geht's. Ich schraube heute mit. Wie ihr seht, brauchte Christian einen riesen Drehmomentschlüssel, um die Centerlocks aufzubekommen. Aber da hat er so Power, so einen langen Hebel, dass alles easy geht. So, meine Freunde, schaut euch das an. Wir haben jetzt 10.19 Uhr, 10.20 Uhr jetzt. Ihr seht es hier, wir haben jetzt genau gebraucht, 10 Minuten, Räder weg, hinter Stoßstange weg, alles. Jetzt kann man schön schaffen, jetzt geht es weiter, also 10 Minuten für das. Der Christian war halt schnell, gell? Nur weil ich Käufer habe. So, als nächstes baue ich den Flügel weg. Christian macht die Ladeluftkühler raus. Und dann geht's weiter, meine Freunde. Da haben wir das Ding, der Flügel ist weg. Weiter geht's. So, meine Freunde, mittlerweile sind 25 Minuten vergangen, wir haben 10.35 Uhr. Christian macht jetzt den rechten Ladeluftkühler raus. Was auch noch wichtig ist für euch alle zum Wissen, kommt mal her. Es gibt eine Rückrufaktion für die Autos, zum Beispiel diesem Blech. Zieht hier immer den Schlauch runter oder hier, je nachdem, wo die den runterziehen. Und dann hat das Ding keine Leistung. Er macht zwar Serie noch ein Bar Ladedruck, ja, aber das ist das, was die Schubumluftventile können, ein Bar. Und dann werden die aufgedrückt, weil hier natürlich Druck drauf ist, wo auf Schubumluftventil drückt. Und wenn das Schlauch nicht hier drauf ist, dann kann auch kein Power haben, gell? Also immer aufpassen bei Porsche, gell? Die
So, meine Freunde, wie ihr seht, bin ich leicht durchgeschwitzt, es ist sehr heiß, meine Hände sind dreckig und ich bin echt froh, dass ich da mit Christian wieder ein bisschen schrauben darf. Es sind jetzt 40 Minuten rum, wir haben oben Drosselklappe, das Plenum, alles soweit draußen, Träger hinten, alles weg, jetzt wird der Auspuff weggemacht, dann kommen die Turbolader raus, dann machen wir Unboxing und also wieder, naja, so bis jetzt liegt man gut in der Zeit, 40 Minuten bis hier, aber es geht auch nur mit einem sehr starken Team und der Christian, der alte Hund, das ist halt so eine brutale Maschine, dass mit dem halt schaffe geht, gell? Da weiß jeder, wo jeder hinlangen muss, dann funktioniert es, gell Christian? Du sollst mal den Motor noch schnell rausmachen wieder, nein. Hier IPD Plenum, ja, das kommt jetzt auch da rein. Wie ihr seht, ist das hier das Originale. Wir haben hier praktisch eine bessere Luftführung hier drin. Ja, das ist sehr schön eingeordnet. Dann richtige Schellen. Original ist es so zugeschraubt, reingedreht. Ja, funktioniert auch, weil Porsche ist ja nicht so blöd. Ja, auf jeden Fall kommt das jetzt auch rein. Ich montiere jetzt mal die ganzen Ladeluftkühler und dann gucken wir, wie weit der Christian ist. Das ist wie, wenn man Geschenke auspackt. Gucken wir mal, wie viele Steine jetzt da rauskommen. Obacht, was da überhaupt alles rauskommt. Ein bisschen Schmutz. Aber das gehört alles dazu. Genau. Machen wir mal einen Vergleich. Serie zu Wagner. So, huch, da kommen noch Steinchen raus. So sieht der Original-Ladeluftkühler aus, auch vom Durchmesser. Ja. Und jetzt kommt der Brummer hier rein. Schaut, ja. Das ist doch was, hä? Brutal! Es ist auf jeden Fall spannend zu beobachten, was die Jungs hier machen und wie gekonnt sie das auf jeden Fall machen. Ich wurde des Öfteren angesprochen, warum hast du gerade diese Folierung gewählt? Tja, das hat mit meinem Hintergrund zu tun. Ich wollte natürlich was Individuelles haben, weil ich einfach mit dem Fahrzeug zeigen wollte, Mensch, das ist meiner. Da ich bei der französischen Fremdenlegion von 2010 bis 2016 gewesen bin, habe ich mich für dieses Camouflage entschieden. Das fand ich ganz cool. Das passt auch nach meiner Auffassung ganz gut zum Fahrzeug. Das ist nicht nur das Camouflage, sondern da gehört auch noch das Emblem meiner ehemaligen Einheit dazu. Das ist das Deuxième Régiment étranger des Parachutistes und also quasi Fallschirmjäger. Wir waren stationiert auf Korsika und dann findet man hinten noch auf dem Heck meine Kennnummer. Das ist die 2470 und ja, das verbindet einfach nochmal das Fahrzeug mit meiner Geschichte und macht es zu meinem ganz persönlichen Erfolg. In der Zwischenzeit macht der Christian schon die Krümmer rein. Ich habe schon alles umgebaut, habt ihr gesehen. Ladeluftkühler habe ich ihm schon umgebaut. Er macht jetzt die Krümmer rein, weil die Lader draußen sind. Ich mache schnell einen E63S. Ja. Dann mache ich noch schnell einen 992 Turbo S. Und dann mache ich schnell noch einen Paulstein Cupra, damit er schnell nach Hause kommt. Gell? Und dann bin ich wieder beim Christian und helfe ein bisschen weiter.
meine Freunde, neuer Tag, weiter geht's. Und zwar mussten wir gestern vorzeitig abbrechen, weil wir ein Problem hatten mit einem Turbolader. Nichtsdestotrotz haben wir oben schon alles reingemacht, alles fertig gemacht. Hier in den Luftfilterkasten natürlich haben wir den schönen BMC-Rennfilter eingebaut. Das heißt oben IPD, Plenum, Y-Pipe, alles drin. Das Problem beim Turbolader war, wir hatten Turbolader noch auf Lager von der Firma. Und wir hatten das Problem, dass einfach hier hinten die Abgasturbine leicht am Gehäuse geschliffen hat. Ja? Das heißt, zum Glück habe ich da nachgeschaut, bevor wir die eingebaut haben. Sonst wäre das natürlich komplett in die Hose gegangen, weil der wäre natürlich fest, die eine Seite. Dann habe ich überlegt, Mensch, Scheibenkleister, was ist hier los? Wir müssen das Auto fertig machen und wir brauchen Lader. Dann habe ich Gott sei Dank meinen Freund Christopher von TTE erreicht. Ja? Und der hat mir natürlich Lader geliefert. Der hatte noch welche auf Lager, komplett modifiziert, ja, wie ihr hier seht, mit schönem Verdichter. Und das sind jetzt die TTE 850er Lader, die kommen jetzt hier rein. Und ja, da habe ich natürlich eine Spedition gestern Abend noch angerufen, direkt nach München zum Christopher geschickt. Ja, die haben mir dann gestern Nacht noch die Turbolader angeliefert und so können wir das Ding heute fertigstellen. Also, der Christian macht jetzt die Lader rein, die Software habe ich schon gelesen, da können wir jetzt rübergehen zu mir an PC und dann zeige ich euch mal ein bisschen die Software, Motor, Getriebe, was ich da so verändere und dann spielen wir das ganze Zeug wieder rein, während der Christian hier alles die Hardware macht, nachher noch die Abgasanlage, Ladeluftkühler und dann geht's schon los auf die Probefahrt. So, dann kommen wir zur Software. Ich gehe jetzt mal grob durch, zeige euch mal die wichtigsten Sachen. Was sehr wichtig ist, damit die Autos nicht überfetten, ist zum Beispiel das minimale Lambda. Ja? Das habe ich jetzt hier praktisch auf 0,78 eingestellt. Das ist im Original auf 0,73. Das heißt, wenn er deinen Bauteileschutz geht, würde er natürlich Sprit reinschütten ohne Ende. Ja? Das brauchen wir jetzt hier nicht. Also 0,78 ist das fetteste Lambda, was wir zulassen. Hier haben wir ein Kennfeld, das ist maximale Füllung praktisch, was in den Zylinder rein darf. Ja, das habe ich jetzt auf 1900 Milligramm gesetzt. Ja, ihr seht, original ist es auf 1,4, 1,3, obenrum 1,296. Ist alles mitgemacht. Ja, hier nochmal minimal Setpoint für Lambda. Und dann gibt es noch so ein paar Sachen, da fliege ich jetzt mal schnell durch. Hier sind die Drehmomentbegrenzungen. Hier seht ihr praktisch das ganze Drehmoment. Ihr seht, ich begrenze es hier auf 900 Newtonmeter bis Drehzahlende runter. Das ist alles okay. Das sind VTG-Versteller, die wir mitmachen. Dann haben wir hier praktisch Target Pressure Up Throttle, also das heißt den Ladedruck, den ich dann fahren will. Ich habe jetzt hier eingestellt 1,75 Bar, ja, bis Drehzahlende. Hier steht jetzt 2749, weil wir natürlich 1000 ungefähr abziehen müssen von Atmosphäredruck. Ist alles easy, alles gut, schon ein paar Mal gemacht. Dann sind hier ein paar Fehlercodes, die ausgemacht worden sind. Hier ist die Abgastemperatur und natürlich ganz wichtig, Zündwinkelkennfelder. Ja. Da seht ihr jetzt, da habe ich jetzt ab praktisch 1700 Milligramm. Hier oben haben wir die Drehzahl. Da mache ich jetzt praktisch die Zündung. Da fahre ich jetzt 28 Grad, ganz oben rum 27. In Serie steht da, glaube ich, 20 oder 21, sogar eher 21, 18. Und da fahren wir 7 Grad mehr. Ja, das heißt, ich kann eigentlich mit weniger Ladedruck über die Zündung viel sauberer, viel besser Leistung rausholen. Weil wenn ich da jetzt zu viel Ladedruck hätte, wäre das natürlich für das Drucksystem alles keine Überlastung. Aber ich finde es immer angenehmer, mit ein bisschen weniger Druck zu fahren. Dann ist es besser. Hier habe ich praktisch mein Lambda-Kennfeld in Anreicherung bei Volllast, in Sekunden praktisch. Und da habe ich maximal Lambda 0,82, wenn er dann länger drin fährt, 0,80 und wird nicht fetter. Da habe ich Füllungskennfelder, Drehmomentkennfelder, ja. Ganz wichtig, was hier manche falsch machen, das ist praktisch Drehmoment, was zugelassen wird anhand von Zündwinkelrücknahmen. Das heißt, ich habe jetzt hier 1 Grad Rücknahme, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 18. Ja? Das heißt, das Auto kann bis 18 Grad zurücknehmen. Und hier seht ihr, ab 12 Grad Rücknahmen lasse ich das einfach schon original und da lassen wir nur noch 500 Newtonmeter zu. Einfach zur Sicherheit, dass dem Motor nichts passiert. Ja? Wenn man das jetzt hier alles auf 900 Newtonmeter machen würde, dann würde der Motor zum Beispiel 12 Grad oder 18 Grad Zündwinkel zurücknehmen. Er würde sich totklingeln, ja? Leistung zulassen, Motor wäre kaputt. Ja? So.
Ja, arg viel mehr brauche ich euch jetzt nicht sagen. Das sind ein paar Schalter, die noch umgeschwitzt und aktiviert sind. Das brauche ich euch jetzt hier nicht zeigen. Das wird jetzt exportiert, dann spiele ich das rein und dann ist das erledigt. So, dann haben wir hier noch das Getriebe. Ja, da haben wir natürlich auch ein paar Sachen geändert. Ich mache euch das mal auf. So, Getriebe. Da haben wir ein paar Drehmomentbegrenzungen. Maximale Drehzahl, nochmal Drehmomentbegrenzung. Also da ist nicht viel, maximales Drehmoment. Da haben wir wirklich nur ein paar Sachen gemacht, weil das PDK schon so gut abgestimmt ist, dass es eigentlich echt gut ist. Hier haben wir zum Beispiel das maximale Drehmoment. Ausgabe sind 750 Newtonmeter, machen wir jetzt 1200. Weil da einfach dann nichts mehr eingreift, nichts mehr blockiert. Nochmal maximales Drehmoment. Da sind jetzt Kupplungsdrücke etwas angepasst. Ja, da ist nicht so viel gemacht. Das war es jetzt schon. Und das wird jetzt auch exportiert, programmiert, ins Auto rein. Dann warten wir noch, bis der Christian fertig ist. Und dann gehen wir auf die Probefahrt. Wie ihr seht, ist der Christian fast durch. Cuts sind drin, Abgasanlage hängt drin, Turbolader sind drin. Jetzt kommen die Landersonden, dann kommt der Aufprallschutz hinten, die Ladeluftkühler, Stoßstange und dann geht's auf die Afterbahn. Ihr seht, Zbyszek, die Maschine hat alles fertig. Zbyszek, in diesem Sinne, danke, komm, Chaka, Alter. Ja, hat gute Arbeit gemacht. Wir starten jetzt. Aufpassen, es geht los. Oh, es vibriert, es vibriert. Es hört sich einfach geil an, hä? So, ist gut. Jetzt lassen wir warm laufen. Lassen wir mal jetzt 10 Minuten warm laufen, dann überprüfen wir alles und dann machen wir mal. Ich mache jetzt mal leise, Achtung. So, Klepple zu. So, und zu guter Letzt bekommen wir natürlich noch unser PP1 Oil Treatment. Das ist ein Additivzusatz für Motoröl und das sorgt für bessere Schmierung. Ja. Weniger Reibung und Temperatur geht auch dadurch ein bisschen runter. Na klar, wenn weniger Reibung ist, ist automatisch weniger Temperatur, richtig. So, jetzt kommt ein guter Schluck von unserem PP1. Ich bin mit Mo jetzt wieder unterwegs auf die Autobahn und wie ihr wisst, ist es geil, weil wir fahren Porsche und Porsche ist halt geil. Ja? Ich freue mich schon, wenn wir gleich drauf sind, dann checken wir mal 100-200. Wir machen die Leistungsmessung mit in Zorik auf der Autobahn und dann schauen wir mal, was rauskommt. Aber ich denke, also ich habe den Kunden jetzt gefragt, der hat 98 Oktan drin und ich denke so gute zwischen 780 und 810 PS irgendwo, da wird man mit Sicherheit immer liegen. 100, 200 bin ich auch sehr gespannt, mit Mo jetzt drin, natürlich 2 bis 3 Zehntel langsamer.
weil der wiegt ja 85 Kilo, so wie er aussieht. Ja, nichts, ja, 85. So, dann hören wir uns mal an, wie es anhört, wenn man runterschaltet jetzt im Sportmodus. Na, ballert ein bisschen nach, hört sich wunderbar an. Genau so ist Porsche, ist einfach so perfekt. Achtung! Ja, wunderbar. Wir sind jetzt hier auf der Autobahn, machen jetzt die Leistungsmessung im vierten Gang. Und dann gucken wir mal, was das Ding so macht, gell? So, wie gesagt, wir haben 32 Grad heute hier, das ist echt brutal. Los geht's. Und ausrollen lasse. Vierter Gang, Junge, ausrollen lasse. Es rollt und rollt und rollt und rollt und rollt. Auf der deutschen Autobahn ist halt geil, gell? Da kann ich halt noch Gas geben. Ja, aber wir waren ja jetzt erst bei 210. War ja nicht die Welt. Wir rollen immer noch. So wunderbar. Dora 12, bitte kommen, Dora 12. Wir fahren Parkplatz raus, denn es ist Zeit, das Inzeug wegzumachen. Das ist schnell. So, meine Freunde, wir sind mit dem Ding durch und anhand von den Loks und von den Zeiten, also 0 auf 100 habe ich mit Mo zusammen im Auto gemacht, 2,7 Sekunden, 100 auf 200, 5,2 Sekunden, also weiß ich, okay, das Ding hat keine 800 PS, 820, weil normalerweise zu zweit drin müssten wir mal so 4,7, 100 auf 200, ja. Und wie die Loks mir das jetzt bestätigen, fahren wir einen Ladedruck eigentlich konstant durch von 1,9 bar bis Drehzahlende, ja. Aber wir fahren Zündung obenrum 18 bis 17 Grad, obwohl ich eingestellt habe 27, 28 Grad. Das heißt, das Auto nimmt hier 12 Grad Zündung zurück. 12 Grad auf einem Zylinder, 12,3 Grad auf einem anderen Zylinder, 9 Grad auf einem Zylinder, 11 Grad auf einem Zylinder und 10 Grad auf noch einem. Ja? Das heißt, der regelt die Leistung runter, weil er ein Klopfen sieht. So, jetzt haben wir festgestellt, dass da einfach nur super drin ist. Ja? Also 95 Oktan. Ja? Der Kunde hat leider auf dem Weg hierher, war Tank leer, ja? Und hat dann auf einer Tankstelle getankt, irgendwie so ein No-Name-Ding. Ja? Die haben nur super gehabt. Und da seht ihr mal, was es ausmacht. Das Ergebnis sagt mir hier 762,5 PS und 894 Newtonmeter. Also das Drehmoment passt ja, wir geben ja 900 Newtonmeter an, ja. Aber Leistung weiß ich, mit Super Plus oder 102 Oktan liegen wir immer über 800 PS, ja. Und das heißt, wir sehen jetzt hier, uns fehlen hier einfach mal kurz 40 PS an Leistung. Das ist oben rum. Ihr seht, dass er da im Moment abfällt auch, weil er da einfach Zündung zurücknimmt. Normalerweise würden wir da 27 Grad Zündung fahren. Wir fahren aber nur 17. Also nimmt er 10, 11 Grad zurück, ja. Und das ist schlecht. Das heißt, Sprit leer fahren, gute Sprit rein. Und dann hat das Ding direkt 50 bis 60 PS mehr, ja. Das alles kann Sprit ausmachen. Nichtsdestotrotz, ich bin sehr zufrieden, Ladedruckwerte passen. Wichtig ist natürlich, trotz der Rücknahme von 12 Grad sehen wir, dass da nichts passiert ist, weil einfach die Schutzfunktion da ist. Er nimmt einfach den Druck runter, regelt alles zurück, ja? Und dementsprechend funktioniert es auch. So, ich habe mir die Mühe nochmal gemacht, habe den Tank leer gefahren, habe 100 Oktan reingefüllt, habe Loks gemacht, habe nochmal gemessen und habe gesehen, dass ich auf einmal eine Zündung von 26 Grad fahre anstatt 18, 19. Und was es ausmacht, sehen wir jetzt hier. Ich habe jetzt ein Ergebnis von 806 PS zu 760 knapp, was das war, etwas über 67. Das heißt, ihr seht, allein der Sprit macht hier fast 50 PS aus, ja, 40, 50 PS. Also ist es nicht zu unterschätzen. Deswegen, wenn ihr volle Leistung haben wollt, bei guter Optimierung, immer gute Sprittanke.
Lukas, der Verbrauch bei einer Stage 3 steigt natürlich nicht, weil in Serie, wenn man die Dinger in Serie lockt, sieht man, dass sie, wenn die richtig gedappt werden, ab einer bestimmten Temperatur sehr fett fahren. Die fahren da teilweise Lambda 0,75, 0,73. So fett fahren wir jetzt nicht. Wir machen maximal 0,78. Das heißt, im Endeffekt spritzen wir etwas weniger ein. Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Normalerweise brauchen wir für den Umbau 5 Werktage. Ja, das heißt, das Auto kommt, wir brauchen 5 Werktage, dann ist das Auto fertig, weil man muss immer ein bisschen was einrechnen. Das heißt, wenn mal ein Teil fehlt, dass man das schnell bestellt oder sowas. Normal bestellen wir immer alles, hat alles da, klappt auch normalerweise alles. Aber ihr habt es gesehen, Turbolader versucht einzubauen, die Welle hinten hat blockiert, geschliffen. Und zum Glück haben wir von TTE dann ganz, ganz schnell neue Turbos bekommen. Ja. Die, wo wir einbauen wollten, waren nicht von TTE, die waren von einer anderen Firma. Die hatten wir noch hier gehabt, sind natürlich auch gut. Ja? Aber TTE hatte dann halt sofort auf Lager welche verfügbar und haben express dann haben wir die gekriegt. Und wir haben jetzt für dieses Auto 2 Tage gebraucht, ja? Mit dem Turbolader-Schlamassel. Normalerweise hätten wir das, sage ich mal, an einem Tag geschafft. Wir haben sehr früh angefangen, wir wären dann irgendwo 10, 11 Uhr abends fertig geworden, aber wir waren zu zweit permanent am Auto und normalerweise macht das Bichek das alleine und deswegen sagen wir 5 Werktage. Also, es ist so, die Unterschiede zwischen 991.1 Turbo S und 991.2 Turbo S sind, der 991.2 Turbo S hat von Grund auf schon etwas größere Turbolader, das heißt, da kannst du mehr rausholen, wenn du an den Ladern nichts machst. Ja? Und der hat eine andere Einspritzung, das heißt, die haben andere Hochdruckpumpen und andere Injektoren. Und mit dem Ding kannst du fahren, wenn alles gut abgestimmt ist, mit originaler Kraftstoffpumpe so bis zu 840, 850 PS. Wo beim 991.1 mit dem Kraftstoffsystem bei gute 780, 800 PS Schluss ist.